So, das werden wir direkt mal raushauen. Gut. Wir könnten aber auch jetzt noch mal ein Spiel programmieren. Bevor wir gleich wieder kein Geld haben. Simple künstliche Intelligenz. Auftragsarbeiten war da nichts? Nö. Auftragsarbeiten kommt nichts. Das ist die einzige Möglichkeit im Moment, ein wenig Geld zu verdienen. Ich werde mal ein Spiel angehen. Was wählen wir denn da? Was ist es denn im Moment? Es ist Denkspiel Unternehmen, immer noch. Okay, machen wir das. Jetzt haben wir ja Unternehmen. Hauptgenre Denkspiel, haben wir schon einen Stern. Und hier irgendwas. Machen wir Kopfgeldjäger, so. Untergenre geht nicht. Ohne Engine, dann nehmen wir die Super Duper Engine Plus, ne? Die hat immerhin schon 6 Sterne. Und machen wir Teenager, so. Hirnschmalz nennen wir es. Hirnschmalz. Mann, komm, TSA Hirnschmalz. Hirnschmalz ohne Salz. So, das ist ein eingängiger Name. Natürlich Engine, unsere eigene Engine. Plattform wählen wir wieder mal den PC. Für unser zweites Spiel brauchen wir keine Lizenzgebühren bezahlen. Da es ein Denkspiel ist, ich glaube, lagen wir ganz gut. Gameplay. Machen wir mal Richtung Gameplay. Die Grafik wird dann sehr öde werden. So, so lassen wir das jetzt. Das lassen wir auch alles so. Textausgabe ist aus, brauchen wir wohl auch nicht mehr. Na, schauen wir mal. Müsste ja jetzt eigentlich gar nicht schlecht werden. Wir können übrigens mit dieser Engine maximal 5 Features einbauen. Auch das kann man später erhöhen. Oh, jetzt kommen die Bugs. So, sind wir noch dabei? Denkspiel und Unternehmen. Vielleicht stelle ich mal noch einen an. Ich mache einfach noch einen. Personal einstellen. Schauen wir mal, wen haben wir denn da? Irgendwas Bekanntes? Benito Gux? Keine Ahnung. Alle 0 Sterne. Ja, okay. Was können die denn? 28. Okay. Klaus Carvalho. Der ist auch hier der Höchste. Programmierung und Grafik. Faustino Kevel. Ja, das ist ja ganz schlecht. Oh, 14 nur. Oh, 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 oh. Das ist nicht gut. So, wen haben wir da? Klaus Carvalho. 28. Musik und Sound. Wir müssten echt mal einen haben für Musik und Sound. Klaus Carvalho ist aber ganz schlecht in Grafik. Ich glaube, ich stelle Klaus Carvalho. Dreimal ist er der Beste. Oh, Game Design auch nicht. Okay, ist zweimal der Beste. Programmierung und Faustino Kevel. Und zweimal Game Design und Grafik. Ich stelle ihn hier ein. Klaus Carvalho. Einstellen. So, der darf erstmal ein bisschen forschen. Dann die anderen da. Das reicht auch. Und damit würde ich sagen, willkommen im Büro, mein lieber böse Ole. Sieht ihm wie aus dem Gesicht geschnitten aus. Okay, da ist er. Der Ole ist jetzt auch am Start. Schön im Anzug. Du hast nun mehrere Mitarbeiter eingestellt. Dir steht jetzt der Aufenthaltsraum zur Verfügung. Dort kannst du weitere Objekte platzieren, die einige der Mitarbeiter verlangen. Ich glaube, ich habe nicht viel Platz für einen Aufenthaltsraum. Weil den Platz, den wir hier jetzt noch haben, den brauchen wir gleich noch.
So, ich habe drei Schreibtische in der Produktion. Die werden wir auch brauchen. TSA Hirnschmalz ohne Salz. Die Arbeit im Spiel wurde abgeschlossen, bla bla bla. Okay. 17 Bucks. So sieht das eigentlich so gar nicht so schlecht aus. Dass die Zahl in Rot ist, weiß ich jetzt nicht. Was heißt das? Dass es schlecht ist, weiß ich nicht. Okay, Publisher suchen. So, Fanbase Geschicklichkeit, kann man vergessen. Denkspiel. Da waren wir doch vorhin bei... Wo waren wir denn? Chemco waren wir. Die haben Fanbase Geschicklichkeit. Da waren wir vorhin bei Denkspiel oder nicht? Oder war das was anderes? Hm. Ja, hier 7 Dollar Auszahlung. Da würde ich sagen, gehen wir hier Blue Ocean. Fanbase. Alle nur ein Stern, ist also nicht so viel. Gehen wir hier Blue Ocean, dann kriegen wir wenigstens ein bisschen Geld, falls es verkauft wird. Und dann schauen wir mal. Du hast nun ein zweites Büro, dein zweites Spiel veröffentlicht. Du kannst nun im Büro neue Dev-Kits kaufen, um für andere Plattformen Spiele zu entwickeln. Du hast ein zweites Spiel, um mehr Kunden anzubinden, dann solltest du für mehrere Plattformen dein Spiel entwickeln. Zweite Plattform steht nun zur Verfügung. Ja, weiß ich. So, schauen wir mal. 40, 50. Wir kratzen die... Na, kommen wir auf 60? Ich glaube, wir liegen ganz gut im Trend hier. Gameplay 51. Ja gut, Gameplay 51 ist knapp über den Durchschnitt. Aber so insgesamt 60. Die Grafik sieht echt gut, ein paar kleine Schönheitsfehler werden noch zu beheben. Der Sound und die Musik sind gut gelungen. Da gibt es im Grunde nicht viel zu meckern. Die Steuerung ist super. So macht Spielen Spaß ohne Ende. Das Gameplay ist durchschnittlich. Okay. Etwas mehr Arbeit hätte dem Spiel gut getan. Das Spiel ist durchschnittliche Kost. Genre-Fans können aber hier zuschlagen. Das klingt gar nicht übel. Ausgaben hat man 89.000. Naja, gut. Lassen wir es erstmal laufen. Schauen wir mal, wie es sich entwickelt. Jetzt kommen die ersten Kopierschütze. Ja. Unsere Spiele verkaufen sie gut, um noch weiter die Verkaufszahlen zu erhöhen, solltest du vielleicht einen Kopierschutz einbauen. Mhm. Kopierschutz erwerben steht dir nun zur Verfügung. Das ist gut. Wir schauen... Oh, ist ja mit den... Da. Wir schauen nochmal bei den Features. Künstliche Intelligenz. Wir müssen ein bisschen auf die Kohle achten. Wir können nicht einfach so drauf losentwickeln. Auftragsarbeiten. Keine mehr. Eventuell machen die auch schon alleine immer mit. Ja, da werden wir... Oder wir werden vielleicht doch dabei sein, weiß ich nicht. Nö. Schlechtestes Spiel... Doch. TSA Hirnschmalz ohne Salz kam doch gar nicht schlecht an, hey. Okay, minus 2500 Fans. Damit dürften unsere Fans wieder weg sein. Wir hatten mal 25 Fans, die sind wieder fort. So, während das Spiel verkauft wird, und das ist ja immer noch im Verkauf, können wir sogar Updates machen und es ein wenig nach oben pushen vielleicht noch. Entwickle Spiel-Update. Schauen wir mal. Hirnsalz, Schmalz. Wenn ich jetzt alles anklicke, kostet uns das 8000 und die Werte werden ein bisschen nach oben gepusht. Okay, es verlängert sich das Verkaufsleben des Spiels. Ich mach das mal. Wow. Das geht relativ langsam. Ich werde den Ole mal abziehen. Soll er hier helfen? Du hast das dritte Jahr erreicht. Um deine Spiele bekannter zu machen, solltest du eine Marketingabteilung bauen. Marketing ist nun freigeschaltet. Alter Schwede. Und die Tanni hau ich auch nochmal da rein, damit das schnell... Na komm, damit es schneller wird. Damit wir Patch fertig kriegen, bevor das Spiel... Oh, das sieht nicht gut aus. Oh, oh, oh. 12 Wochen schon. Ah, Gott sei Dank. Und damit gehen die Verkäufe wieder ein wenig hoch. Glück gehabt. Das war kurz vorm Ende. Wir haben 281.000 Dollar mit dem letzten Spiel
verdient. Das ist sehr gut eigentlich. So, irgendwelche Auftragsarbeiten. Oh, viele Auftragsarbeiten. 132 Punkte, 19 Wochen. Hau mal rein, die machen wir. So, neue Plattform verfügbar. Colortech. Und noch eine Plattform, WTech. Keine Ahnung. Plattform Minivision ist weg. Ja, die werden irgendwann wieder vom Markt genommen. Romedy hat deine Engine lizenziert. Ich habe jetzt nicht gesehen, welche. Neue Forschung, Genre, Kampfsportspiel. Eieiei. So. TSA Hirnschmalz ohne Salz läuft jetzt langsam aus. Wir haben $360.000 haben wir verdient. Zack. Umsatz 457.000, Gewinn 360.000. Na, das liest man gerne. Aber was ist jetzt? Wirtschaftssimulation Rockstars. Wir werden uns ein wenig nach diesem Wert hier richten. Und zwar nach dem Trend. Deswegen werde ich jetzt mal hier eine Themen forschen lassen. Und zwar Rockstars. Wo ist es? Rockstars. Hier, 10.000. Das können wir uns noch leisten. Es geht sogar sehr schnell. Auftragsarbeiten hat er schon alle weggemacht. Keine mehr da. Sehr gut. Hatten wir da nicht noch andere? Okay, neue Engine, die Aki Engine. Ja, wir werden auch gleich nochmal unsere Engine... Oh, die Vector. Hatte ich auch mal gehabt. Neue Plattform verfügbar. Das geht also schnell. Kleiner Messschaden machen wir dieses Jahr immer noch nicht. So, Rockstars ist entwickelt. Wirtschaftssimulation können wir, glaube ich, auch nicht. Die Speicherfunktion für unsere neue Engine. Sehr gut. Oh, was macht sie eigentlich hier? Auftragsarbeit? Haben wir nix? Doch, haben wir was. 800 Punkte für 16 Wochen, das dürfen wir wohl schaffen. Das kann sie machen. Tani haut da rein. Auftragsflaute, keine neuen Aufträge. Das heißt also, wir müssen jetzt diese Flaute überwinden. Jetzt müssen wir hier aufpassen. 16 Wochen haben wir gehabt. Aha. Hier, das folgende Spiel basiert auf deiner Engine. Der Entwickler hat dir eine Abrechnungsbeleg für Gewinnbeteiligung zugeschickt. Minisoft. Ja, Microsoft, ne? Solar Flares. Die Super Duper Engine Plus. Und da haben wir $184.000 verdient. Einfach nur, weil die unsere Engine benutzt haben. Du hast nun genug Geld, um Lizenzen zu erwerben. Spiele mit echten Lizenzen kommen meist besser bei den Spielern an. Lizenz erwerben steht nun zur Verfügung. Da weiß ich noch nicht. Da muss ich gucken. Keine Ahnung, habe ich noch nie ausprobiert. Das könnte eine Falle sein. Aber ich glaube, da müssen wir sowieso mal ein bisschen noch sparen. Plattform wurde vom Markt genommen. Rodovin AVPS. Im Jahre 1982, zwei Jahre später, wurde ich schon vom Markt genommen. Krass. So, ich guck nochmal hier. Features gibt's nix. Was haben wir denn sonstiges? Ah ja, das ist noch etwas, was wir demnächst mal angehen müssen. Die B+. Damit können wir Spiele entwickeln mit 10 Features. Das macht sich dann auch bemerkbar. Genres, Wirtschaftssimulation sollten wir unbedingt auch entwickeln können. Ja, der Ole sollte jetzt mal rübergehen. Nicht Jackpot, hier, komm, fang mal an hier. Beta-Test können wir auch alleine machen. So, Ole ist aber bei der Arbeit. Rennt auch noch dahin und fängt an zu arbeiten.